in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen zu bekämpfen, geht am besten, na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Eulette und der verschwundene Zug. Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Warum bist du denn so aufgeregt, Herr Meier? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat. Den fliegenden Achterbahnzug. Ich habe gestern die Testfahrt gesehen. Der war so schnell, das wird sich wie Fliegen anfühlen. Weißt du was? Ich stehe auf schnell. Zoom, zoom, zoom. Wow, alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren. Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist. Na los, wir müssen sie auch testen. Hey, was? Wir waren zuerst hier. Stell dich hinten an. Amaya? Meine Damen und Herren, liebe Kinder, der fliegende Achterbahnzug ist jetzt verschwunden. Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein. Ich habe mich schon so aufs Fliegen gefreut. Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt's zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis. Aber wie kommt er von den Schienen und kann trotzdem weiterfahren? Schaut mal! Sieht aus, als wären da noch mehr Gleise gewesen. Und jetzt sind sie weg. Gleise, die verschwinden. Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja. Connor wird zu Catboy. Amaya wird zu Eulette. PJ Masks! Na los, na los, na los! Zum Eulengleiter! Hey, warte, Eulette! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen. In Ordnung, guter Punkt. Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs. Schon gut. Dann zum... Katzenflitzer, ich weiß, dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann. Komm schon, Jungs, lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts. Warte, Eulette. Das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir denen folgen? Ja, und los, na los! Das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gecko. Ist hier wie wild rumgesaust. Vielleicht Jungs, ist es... vergesst Romeo. Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren. Wir müssen rausfinden, wer ihn fährt. Los, los, los! Okay. Hey! Keine Spuren mehr. Und wie finden wir jetzt den Zug? Eulenaugen. Sehe etwas weiter da vorne. Etwas Schnelles. Da ist er. Der Zug. Siehst du, ich sagte dir erst schnell. Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt. Romeo? Na hallo, die Pyjama-Helden. Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren. Das war nicht ich. Niemand fährt mein Labor. Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht. Zum Glück habe ich diesen superschnellen Zug, um es zurückzuholen. Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach. Ha, dank meiner Erfindung, dem Turboschienenleger. Der legt Schienen überall hin. Wow, der ist voll cool. Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt. Aber Romeo, du brauchst diesen Zug nicht. Wir können dein Labor für
dich einfach. Ja, ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor habe? Auf keinen Fall! Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schurke der Welt! Huh? Aha, habe ich dich gefunden, Labor? Ha! Auf Wiedersehen, Pyjama-Helden! Dieser Zug ist für euch abgefahren! Wir müssen ihn daran hindern, sein Labor einzufangen, sonst macht er den Zug noch gefährlicher. Alles klar, Eulett. Romeo, wir kommen! Autopilot! Ist ja Wahnsinn! Und wow, der Zug ist wirklich cool! Ha! Ich hab dich fast schon erreicht, du ungezogenes Labor! Ha! Diese Pyjama-Helden können mich nie einholen in ihrer Katzenklapperkiste! Los geht's, Pyjama-Helden! Lasst uns Romeo aufhalten! Super Eulenflügel! Eulette! Wow, ich war fast schon Vogelfutter! Danke, Catboy! Nur keine Eile! Wir werden es schaffen! Hey! Schleichen wir uns langsam an ihn ran, so ganz, ganz, ganz sachte. Warum sachte? Lasst uns einfach los! Wow! Eulette! Alles okay. Diese Pyjama-Helden sind doch wohl nicht auf meinem Zug, oder? Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Entschuldigt, Jungs. Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir auf seinem Dach sind. Schon okay. Neue Idee. Wir jagen Romeo gleichzeitig. Er kann uns nicht alle drei aufhalten. Okay, auf drei. Wir springen und rennen. Eins, zwei... Komm schon, komm! Eule! Nein, warte! Wow! Alles nur, weil ich so in Eile war. Eulette! Geht's dir gut? Ja, tut mir leid. Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt. Und es hat nicht funktioniert. Schon gut. Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Zug zu fahren. Jetzt ist erstmal der Roboterarm dran. Super Gecko-Muskeln! Dafür habe ich jetzt einen Plan. Und damit er klappt, werde ich diesmal warten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Yeah! Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden. Aber nicht mehr lange. Schnell, was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer. Und wir werden es gemeinsam tun. Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste. Gecko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers. Verstanden, Eulette. Dann bin ich an der Reihe. Ich fliege mit den Ästen zu dir und du blockierst damit den Turboschienenleger, sodass der Zug anhält. Ohne Schienen kann der Zug Romeos Labor niemals einholen. Toller Plan, Eulette. Ich glaube, das klappt. Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt. Los, PJ Masks! Ups! Nicht vergessen, Eulette. Keine Eile. Du bist dran, Catboy. Ich werde, ihr wisst schon, warten. Okay, mein Turboschienenleger. Mehr Schienen, mehr Schienen! Ja. Super Katzensprung! Ha! Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Locker und lässig. Das war gut, Eulette. Was? Hör auf, du Plagegeist. Zu spät, Romeo. Gecko, los, blockier den Turboschienenleger. Nein! Oh! Wow! Super, eine
Labor stoppen. Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja. Ich habe vielleicht meinen Zug verloren, aber dich habe ich noch, mein geliebtes Labor. Und jetzt bringen wir den Zug zurück. Das wird alle auf dem Jahrmarkt glücklich machen. Nächstes Mal besiege ich euch, Pyjama-Helden. Hä? Er hat sich nicht mehr für die Hilfe bedankt. Mach dir keinen Kopf, Gecko. Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ja, los geht's! Es ist gleich soweit. Ich war zwar schon mal auf dem Zug, aber dieses Mal wird's bestimmt noch toll. Ja! Ja! Hey, Leute, ihr dürft zuerst. Echt jetzt? Danke, Amaya. Ich warte gern. Viel Spaß dabei. Es geht ziemlich schnell. PJ Kraftpaket. Was ist Bleep Bloop? Ich bin PJ Robo. Piep. Was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, das heißt, dass er dich cool findet. Oh, ich finde ihn auch cool. Er ist unser neuer PJ Masks. Toll, dass er einer von uns ist. Aber was hat er eigentlich so drauf? Tja, er kann gut mit Maschinen umgehen. Und er macht eine tolle Roboter-Monddrehung. Bleep, bloop. Was? Klebeklatscher, Nacht-Ninja. Das ist nie gut. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Oilette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy. Die PJ Masks. Hey PJ Robo, coole Moves. Oh, du kannst den Katzenflitzer nicht fahren. Das ist schon mein Job. Du probierst neue Sachen am Hauptspeicher aus, stimmt's? Kein Problem, Kleiner. Das lernst du noch. Cooles Chamäleon. Du hast mein Funkgerät in einen Videoprojektor umgewandelt. Wir haben schon was, womit wir kommunizieren. Ganz genau. Over. Ja, aber guter Versuch. Weiter so. Hey, schaut, da ist Nacht-Ninja. Was haben die vor? Finden wir's raus. Zum Katzenflitzer. PJ Robo? Los, kommt. Wir nehmen den Eulengleiter. Konzentration, Angelinos. Hey, hört auf!
Was immer ihr macht. Was immer wir machen? Das ist die alte Kunst der Ninja-Finger. Wir arbeiten an unseren Ninja-Kräften. Damit können wir jedes Gebäude levitieren lassen und stehlen, welches wir wollen. Und ich will das hier. Levi, was? Levitieren, das bedeutet anheben. Er wird das Gebäude anheben und es mitnehmen. Kakanda Gecko, das sind üble Neuigkeiten. Das ist kinderleicht. Deine dummen Ninja-Finger haben keine Chance gegen unsere PJ-Kräfte, Nacht-Ninja. Super Katzen-Tempo! Los, PJs! Super Eidechsen-Griff! Was ist das? PJ-Robo! Schnecke? Oh! Catboy, Gecko, was ist hier los? Unglaublich. Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie! Ihr anderen, holt euch die Gebäude. Die ganze Stadt! PJ Robo hat angerufen. Er hat irgendwas am Hauptrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Kristall? Den hab ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren, wegen etwas, das PJ Robo getan hat. Oh je, vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Mask zu sein. Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy. Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat. Er wollte uns nur helfen. Glaubst du? Er hat immer versucht zu helfen. Wollte den Katzenflitzer fahren und... Er hat doch versucht, mein Funkgerät zu verbessern. Gar kein Gecko. Es hat nicht geklappt. Wir hätten ihm helfen sollen. Er wollte nur Teil der Mission sein. Armer PJ Robo. Seine Schuld. Ja, wir kriegen auch nicht immer alles hin. Die Tür! Schnell! PJ Robo! PJ Robo? Hallo! Seine Batterie ist fast leer. Er hat seine Energie verwendet, um die Tür zu öffnen. Er hat sich selbst geopfert, um uns zu retten. So wie ein echter PJ Mask. PJ Robo! Bei meinen Katzenschnurrhaaren, was ist das? Das ist der Kristall, den ich vorhin gesehen habe. Okay, keine Sorge. Ich schaff das. Pass auf! Was es auch ist, es scheint mit unseren Kräften zu tun zu haben. Ich schaff's doch nicht. Versuchen wir es zusammen. Wir kriegen das hin. Wir sind immer noch die PJ Masks. Wir alle. Es passiert was. In meinen Armen kribbelt es. In meinen auch, Gecko. Je stärker ich drücke, desto heftiger wird es. Nicht aufgeben. Ich fühle mich irgendwie fantastisch. Ich mich auch. Hey, PJ Robo, du hast dich heute bewiesen. PJ Masks, wie wär's, wenn wir Nacht-Ninja zeigen, wer hier der Boss ist? Ja! Yeah!
Was? Ich habe Superkatzenstreifen. Woohoo! Was? Gecko-Schilde. Ich bin unbesiegbar. Super Eulenfedern? Wie cool. Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gecko. Und sie sind fantastisch. Und das alles dank PJ Robo. Nächstes Mal krieg ich euch PJ Masks. Ja! PJ Robo, vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Das Klebeklatscher-Monster Teil 1. Na los, probieren wir's noch mal. Wieso steht der Geräteschuppen offen? Hallo? Hallo? Oh, oh, er ist ja völlig leergeräumt. Auch die Seile fehlen. Und die Laternen. Aber wieso? Ich glaube, Nachtninja hat alles geklaut, weil er nämlich den Rätselberg erkunden möchte. Okay, wie kommst du denn darauf? Ach ja, und ich habe das hier gefunden. Nachtninjas Materialliste für den Rätselberg. Seil erledigt. Laternen erledigt. Schriftrollen erledigt. Wenn das so ist, sollten wir mal nachforschen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Oilette. Greg wird zu... Gecko! Ja! Connor wird zu... Catboy! Hi, PJ Robo. Hey, PJ Robo. Was geht ab? Beeil dich, Klitzekleiner. Wir haben nicht ewig Zeit. Gesundheit. Und jetzt zackig. Das gefällt mir nicht. Kommt mit, wir nehmen die PJ-Geländebikes. Hallo, Kleiner. Was ist, alter Freund? Eindringlinge, sagst du? Komm, wir sehen mal nach. Ich hatte keine Angst. Nein, ich habe nur eure Ninja-Reflexe getestet. Oh.
Bist du sicher, dass das die Höhle mit dem Verwandlungsklebeklatscher ist? Hey, ich hab da eine Idee. Also, ich steh Schmiere und du erforschst die Höhle. Tschüsschen! Oh, oh, da ist das doofe Drachenmädchen. Mit der möchte ich mich nicht noch einmal anlegen. Schnell in Deckung! Puh, das war knapp. Okay, ich betrete diese dunkle Höhle und finde es überhaupt gar nicht gruselig. Keine Spur von Nachtninja. Katzenohren! Da entlang! Hast du den Zauberklebeklatscher gefunden, Klitzekleiner? Klitzekleiner. Okay, ich geh dann mal. Gehen wir nach draußen, Ninjalinus. Ninjalino! Hä? Wo treibst du dich denn rum, Klitzekleiner? Wir wollen los! Klitzekleiner, kommst du? Komm in die Gänge, Klitzekleiner. Wir warten. Ein Monster! Hey, passt auf, Ninjalinus. Der Typ wirft mit Klebeklatschern. Puh, das war knapp. Schon wieder. Sie drehen um! In Deckung! Armer Klitzekleiner, das Klebeklatschermonster hat ihn wohl erwischt. Oh, der Winzling wird mir ganz schön fehlen. Klitzekleiner, dir geht's ja gut! Warte, wo ist das Klebeklatschermonster? Dann ist es immer noch da drin. Oh. Stopp! Was machst du hier, Nachtninja? Oh, hallo, die dummen PJs. Ach, ich wollte einfach was für meine Fitness tun. In einer Höhle? Mit einer alten Schriftrolle? Das glaubst du ja selber nicht. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin, Klitzekleiner? Wir suchen nach etwas. Ruhe jetzt, ich hab zu tun. Oh, an eurer Stelle würde ich da nicht reingehen. Er will nur nicht, dass wir reingehen, weil er was gefunden hat, wetten? Nein, ich meine es doch nur gut mit euch, Spatzenhirn. Da ist ein Monster in dieser Höhle. Ach was, da ist doch kein Monster drin. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann seht doch selbst nach. Darauf kannst du wetten. Genau, da ist irgendwas drin, was Nachtninja vor uns verbergen will. Die Schriftrolle liegt immer noch da drin? Die PJs dürfen sie keinesfalls in die Hände kriegen. Aber ich kann dich nicht nochmal reinschicken. Klitzekleiner!
Ihr glaubt nicht wirklich, dass hier drin ein Monster ist, oder doch? Nein, er wollte nur nicht, dass wir rausfinden, was er vorhat. Ich sehe mal nach. Eulenaugen! Ich kann nirgends etwas Verdächtiges sehen. Katzenohren! Ich kann auch nichts Verdächtiges hören. Er will uns nur austricksen. Weiter geht's. Augenblick, was war das? Klitzekleiner, bist das du? Nein, du bist das Klebeklatscher-Monster? Seid ihr sicher, dass das da kein Monster ist? Das bedeutet jedenfalls nichts Gutes. Wenn das wirklich der Klitzekleine ist, dann muss er den Verwandlungsklebeklatscher gefunden haben. Oh, das ist ja der Hammer. Hey, du da, Monster! Ich befehle dir, die Pyjama-Helden anzugreifen. Klebeklatscher, Vorsicht! Ich kann es kaum glauben. Mein eigenes Klebeklatscher-Monster. Das wird mein größter Triumph aller Zeiten. Sind die Klebeklatscher ganz anders als sonst? Dieses Ding scheint sie zu kontrollieren. Endlich! Ich habe die Pyjama-Helden ein für alle Mal besiegt. Und die Stadt wird mir gehören. Mit der klitzekleinen Unterstützung meines kleinen Freundes. Kommt, Ninjalinus. Die Stadt gehört endlich uns. Genau. So ist's brav. Weiter, weiter. Dieses Zeug klebt super doll. Wir müssen uns irgendwie befreien. Ja, sonst macht Nachtninja mit diesem Ding noch die Stadt unsicher. Riesengecko. Bitte komm, Greg. Hier ist Connor. Ende. Wo ist nur mein Walkie-Talkie hin? Ja! Eklig! Bitte komm, Greg! Oh, da ist es ja. Danke, Lionel. Hey, Connor! Oh, warte. Ich meine, hab verstanden. Over! Hey, Greg, was machst du gerade? Zimmer aufräumen. Hier ist ein Riesenchaos. Und meine Mutter lässt mich morgen erst auf die Parade, wenn ich aufgeräumt habe. Die Parade wird der Hammer. Du freust dich sicher schon auf den Eidechsenwagen. Ja, den mag ich am liebsten. Dann räum jetzt lieber mal auf. Ich fahr mit Amaya ins Hauptquartier. Falls Nachtschurken versuchen, uns die Parade zu vermiesen. Ihr fahrt ins Hauptquartier ohne mich? Niemals! Was wird aus deinem Zimmer? Keine Sorge, das Chaos räume ich nachher auf. Und ich brauche noch meine Kamera für die Parade. Sie muss im Hauptquartier liegen. Ich kann sie hier nirgendwo finden. Okay, PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Connor wird zu Catboy. Die PJ-Chaoten?
Hier herrscht genauso ein Chaos wie in deinem Zimmer. Du hast uns doch versprochen, hier aufzuräumen. Richtig, das wollte ich auch noch machen. Später. Hier ist Romeos Schniefopuff und hier sein Verkleinerer. Du solltest sie doch an einen sicheren Ort bringen. Ja, ich weiß, aber... Ist schon gut. Wir passen auf die Parade auf, während du hier aufräumst. Und spiel bloß nicht mit Romeos Apparaten herum. Alles klar. Aber es ist doch kein Spielen, wenn ich den Verkleinerer benutze, um aufzuräumen. Ich bin Romeo und sobald ich mein Zimmer aufgeräumt habe, übernehme ich die Weltherrschaft. Ich frage mich, wozu dieser Knopf hier ist. Au! Oh! Schlitternde Schlange! Der ist ja auch zum Supervergrößern! Abgefahren! Hallo Leute! Gecko! Wer hat dir das angetan? Es könnte vielleicht sein, dass mich Romeos Verkleinerer erwischt hat. Aber umgekehrt. Jetzt bin ich groß. Keine Sorge, wir kriegen dich schon wieder auf Normalgröße. Nein, es ist echt cool, ein Riesengecko zu sein. Ich zeig's jedem, der unserer Parade stören will. Ich bin riesig. Oh oh, Ärger auf dem Paradenplatz. Luna Girl, zum Katzenflitzer. Schritt für Gecko, ein Riesensprung für den supergroßen Geckosaurus. Diese Parade wird mir gehören, Motten. Wir klauen diese Festwagen und machen mich zur Paradenkönigin. Und jetzt bejubelt meine Mondschönheit. Flatternde Federn, was ist da los? Ich bringe euch super schnell zum Paradenplatz. Netter Auftritt, ihr Weltverbesserer. Oh, was ist das? Der Riesengecko, der dich dran hindert, die Festwagen zu klauen. Vor allem den mit der Echse. Das ist mein Liebster. Niemals. Sobald ich sie alle habe, fährt meine Luna-Parade die Hauptstraße runter und weckt alle auf. Schnappt ihn euch, Motten. Es ist schwer, gutes Personal zu bekommen. Komm her, Mondbord. Morten, holt die anderen Festwagen und folgt mir. Macht schon, hebt sie hoch, strengt eure Fühler mehr an. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie alle aufweckt und gesehen wird. Aber keine Sorge, ich habe einen Plan. Warte, ich auch. Und meiner ist groß. Gecko, was machst du da? Ich vergrößere diese Kiste. Wenn ich sie nur ein bisschen größer mache, passen Luna Girl und die Motten perfekt da rein. Oh nein! Oh ja! Schnell, Gecko, schrumpf sie! Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Aber vorher muss ich nur noch diese Kiste größer machen. Vorsicht! Der große PJ Mask hat gerade einen riesigen Fehler gemacht. Moment, wer braucht schon ein Mondbord, wenn er eine Supermotte hat? Dieser Supervergrößerer gehört mir. Nur mir. So, und jetzt kriege ich alle Festwagen. Ich brauche nur noch mehr Riesenmotten. Haha! Und noch eine Kleinigkeit. Man sieht sich, Eidechsen-Exli. Oh, jetzt bist du nur noch ein klitzekleines Exchen. Was machen wir denn jetzt? Holt euch den Vergrößerer und macht mich wieder groß. Nein, Gecko. Zuerst müssen wir das Chaos beseitigen, das du angerichtet hast. Na gut. Eulette, lass dich von den Motten jagen, bis wir den Supervergrößerer wieder haben. Flieg dann mit ihnen an Gecko vorbei, dann schrumpft er sie. Das macht ihr gut, ihr Riesenmotten. Hey, Motten, ich wette, ihr fangt mich nicht. Was? Nein, komm zurück. Super Katzentempo! Den nehme ich! Danke!
vergiss nicht, Gecko. Wenn Oilette mit den Motten vorbeigeflogen kommt, schummst du sie. Alles klar, Catboy. Cool. Ich seh mal nach Luna Girl. Wow. Hey, mir ist gerade eingefallen, wie wir Catboys Plan noch besser machen. Hä? Ja. Nicht schon wieder. Ja! Gecko, na Gecko! Gecko! Alles in Ordnung, Gecko? Ja. Ich hab gewonnen, ihr Pyjama-Plagegeister. Jetzt gehört die Parade mir, nur mir. Wir müssen die Motten schrumpfen. Das ist unsere einzige Chance. Aber ich habe den Supervergrößerer wieder verloren. Da ist er. Und was machen wir jetzt? Das ist alles meine Schuld. Tut mir leid, dass ich mein Chaos nicht aufgeräumt habe. Ich hab's. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Kra, kra, kra. Sei vorsichtig, Gecko. Tu ja nichts, was sie aufregen könnte. Oh, aber genau das habe ich vor zu tun. Komm her, Vögelchen, mein kleines Vögelchen. Ja! Kra, kra, kra! Catboy, wir müssen Luna Girl einholen. Gut gemacht, Gecko. Oh, oh. Hier hätte ich auch aufräumen sollen. Super, Gecko-Muskel! Du hältst das für ein Spiel? Braves Vögelchen. Hä? Catboy und Oilette brauchen meine Hilfe. Und du hast mich auf eine Idee gebracht. Nicht alle Festwagen, aber dein Lieblingsfestwagen kann ich dir noch wegnehmen. Komm, Mondbord! Jetzt haben wir dich, Luna Girl. Glaubt ihr, ich lasse mich von Dosen aufhalten? Eure Gehirne wurden wohl auch geschrumpft. Macht Gecko. Aber wie locken wir diesen riesigen Vogel wieder an? Okay, kein Supervergrößerer mehr. Ich bringe ihn ins Hauptquartier zurück und beseitige dort meine Unordnung. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Boah, hier sieht's ja toll aus, Greg. Hat ewig gedauert, aber jetzt ist alles aufgeräumt und ich bin bereit für die Parade. Oh, oh. Entdeckung! Oh, Lionel hat meine Kamera gefunden. Halloween-Gauner Teil 2. Alles läuft genau nach Plan. Halloween gehört uns Schurken, so wie es sein soll. Monster! Hey, es sind unsere Süßigkeiten! Los, los, los! Springer Leopard, die bösen Schurken arbeiten zusammen. Das sind gleich drei Albträume in einem. Bitte komm, PJ Robo. Du musst uns helfen. Hey, gute Idee. Er will die Motten hinters Licht führen. PJ Robo ist ein echt helles Köpfchen. Aber sie lassen uns immer noch nicht los.
Ich habe eine Idee. Auf mein Zeichen. 1, 2, 3, kitzeln! Danke, Eulette. Und danke auch an PJ Robo. Verkleidete Kinder haben sich unsere Süßigkeiten geschnappt. Das war's wohl mit Halloween. Wer heult hier? Captain Cameron hilft dir. Wenn ich mich aus einem Netz befreien und einen Geist erschrecken kann, kann ich auch unsere Süßigkeiten zurückholen. Captain Cameron! Ja! Wir sind diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen. Cameron glaubt nur, er wäre ein Held. Tja, wenn wir die Nachtschirpen nicht aufhalten, wird niemand ein Held sein. Wir müssen uns konzentrieren. Katzenohren! Die Wölfis. Klingt, als wären sie irgendwo im Park. Los, kommt! Spürt die Superkraft des Halloween-Wolfmonds. Yip, yip, yau! Los, komm jetzt. Wir müssen ein Versteck für die Süßigkeiten finden. Schon erledigt, Leute. Ich habe sie in ein super geheimes Versteck gelegt. Cool. Und wo ist es? Es ist so geheim, dass ich vergessen habe, wo es ist. Komm schon, denk nach, Kevin. Wisst ihr, ich habe extra einen Reim erfunden, um mich zu erinnern. Jetzt muss er mir nur wieder einfallen. Tüten klingt wie Brüten. Also sind die Süßigkeiten sicher... In einem Nest. Wir schnüffeln sie einfach mit unseren Superschnauzen. Rip, Heuler! Hast du das Versteck gefunden? Viel besser. Einen Knochen. Gut, dass wir noch unseren Super-Wölfis gesehen haben. Ich wusste, die Straßenköter würden das vermasseln. Hey Leute, die Wolfsspuren führen hierher. Die PJ Masks? Aber die habe ich doch abgehängt. Mein raffinierter Halloween-Plan geht den Bach runter. Ach, jetzt reg dich nicht gleich auf. Wir brauchen einen Angriffsplan. Bleib einfach hier. Die Pyjama-Plagegeister werden Ihnen helfen, die Süßigkeiten für uns zu finden. Siehst du, das ist gar nicht so schwer. Hey, Wölfis, habt ihr was verloren? Was? Wisst ihr, wenn ihr uns nicht sagt, wo ihr die Süßigkeiten versteckt habt, bekommt niemand einen Leckerbissen. Hot Dogs sind meine Lieblingsleckerbissen. Das ist es! Oh, Süßigkeiten, Süßigkeiten. Das Versteck ist bei meinen Hot Dogs. Aber das ist doch kein Reim. Und wo bewahrst du deine Hot Dogs normalerweise auf? In der Hütte. Rudelrauferei! Wir müssen als Erste bei der Hütte sein. Super Katzentempo! Wow! Wir haben alle Süßigkeiten gefunden. Yeah! Klasse! Aha! Ich hab euch auf frischer Tat ertappt. Es ist nicht so, wie es aussieht. Bei den Ringen des Saturns. Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit. Autsch! Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen. Und ihr hattet tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden. Sagt wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du darfst dich nicht verraten, Gecko. Aber er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun. Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut. Das ist so unfair. So viele Tüten voller Süßigkeiten. Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten. Oder auch nicht. Flatternde Federn. Was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen. Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen. Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Du kannst das schaffen. Das sind nur Kostüme. Du bist Captain Cameron. Hör auf zu stammeln und her mit den Süßigkeiten. Bleib stehen! Zwingt mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen. Sag bloß, du bist ein neuer Superheld. Ja, ich bin Captain Cameron, interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls. Keine Autogramme, ich bin auf Mission. Wow, warst du schon auf dem Mond? Noch nicht. War viel los heute Nacht. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss schnell von hier verduften. Wusch, wusch, wusch. Tschicka, 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 tschu, tschu. Tschicka, 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 tschu, tschu. Er ist kein Held. Schnapp die Süßigkeiten. Wie eklig, Motten.
Ich entfache den interplanetarischen Sturm! Jetzt! Hab ich das etwa getan? Dieses Kostüm werde ich nie wieder ausziehen. Verschwinden wir von hier. Los, los, bevor er uns in den Weltraum schießt. Dann muss wohl ein echter Held aushelfen. Ninja Linus, worauf wartet ihr eigentlich? Auf Weihnachten? Hey, los, hinterher. Hä? Wie? Was? Wohin? Alles klar. Meine Superkräfte haben sie wirklich weggefegt. Mitsamt den Süßigkeiten. Oh nein! Wo gehen wir jetzt lang? Eulenaugen! Wie es aussieht, treffen sie sich in der Kanalisation. Unter der Erde? Komm schon, jetzt sprengen wir die Party. Diesen Ort als unser Versteck ausgesucht. Es ist feucht hier. Und dunkel. Und gruselig. Wer war das? Das ist nur dein Echo. Unsere Wolfskräfte werden ohne das Licht des Halloween-Wolfsmondes immer schwächer. Es gibt kein Halloween-Wolfsmond. Ihr Fellknäule glaubt aber auch alles. Heißt das, wir sind keine Superwölfis? Schluss mit diesem Gejammere. Wir sind hier, um den größten Halloween-Coup aller Zeiten zu feiern. Also, teilen wir die Süßigkeiten auf. Nicht zu fassen, dass sie das durchziehen konnten. Was machen wir jetzt? Wir sind in Unterzahl. Wir haben es geschafft, die Pyjama-Plagegeister im Kreis laufen zu lassen. Und das dank meines brillanten Plans. Was soll das heißen, dein Plan? Das war alles meine Idee. Was ist mit uns? Und meinem supergenialen Hotdog-Reim? Oh, Süßigkeiten, oh, Süßigkeiten. Das reimt sich nicht. Wow, den Ruhm einzustreichen ist ihnen wichtiger als die Zusammenarbeit. Ist das zu fassen? Naja, das klingt irgendwie nach mir. Mir war es vorhin auch wichtiger, wer den Ruhm entstreicht, anstatt wirklich Halloween zu retten. Aber was, wenn wir das gegen sie einsetzen? Zusammen sind die Schurken vielleicht stark, aber ein kleiner Trick könnte sie auseinanderbringen. Das klingt nach einem super Plan. Voila! 10 für mich und 2 für jeden von euch. Fair und gerecht. Wo hast du zählen gelernt? Oh Mann! Lecker! Weder fair noch gerecht. Leute, da ist ein Geist! Au! Sowas wie Geister gibt es nicht. Es ist Luna Girl. Sie will uns alle Süßigkeiten wegnehmen und uns wieder reinlegen. Will ich nicht. Aber da ich Mondkräfte besitze, verdiene ich auch mehr. Blödsinn! Meine Ninja-Tricks sind die besten. Also sollte ich das meiste bekommen. Aber wir haben die Beute geklaut und versteckt. Wir sollten das meiste bekommen. Oh. Ah. Und wie wär's mit? Gar nichts. Die gehören den Kindern, die sie gesammelt haben. Der Eidechsenbubi. Haltet ihn auf. Ja. Zuerst müsst ihr mich aufhalten. Super Katzenstreifen. Oh. Ah. Was? Super Katzentempo. Ah. Ah. Jetzt bekomme ich mehr. Gekuschelt. Kommt schon, das ist unsere Chance, uns alles zu holen. Super Eulenfedern! Ja. Ihr PJs könnt einen echt den Spaß verderben. Zu teilen macht Spaß. Ihr könnt meine Süßigkeiten haben. Fröhliches Halloween. Wir werden es wohl niemals lernen. Hallo! Das ist der Weltraumjunge. Er ist zurück, um uns zu holen. Ich bin Captain Cameron. Ich habe euch umzingelt. Drückt sofort die Tüten mit den Süßigkeiten raus. Wir befolgen besser die Befehle des Captains. Ich sagte, kommt raus. Wow, das war ja leicht. Ihr hättet mich sehen sollen. Ich habe sie verjagt. Was würdet ihr ohne einen supermutigen Helden tun, der euch rettet? Captain Cameron! Klasse gemacht, Captain! Gut, dass ein Held zur Stelle war.
Oder vielmehr drei. Dann ist es dir egal, dass sie nie erfahren, wer die echten Helden waren? Nee, aber wenn es Zeit ist, ein Held zu sein, ist es nur wichtig, das Richtige zu tun. Und jetzt zu den Süßigkeiten. PJ Masks, ein starkes Team. Rettete heute nach Halloween. Mission PJ Speer. Heute Nacht machen wir eine neue Mission im PJ Speer. Das wird großartig. PJ Robo kann uns noch mehr tolle Tricks zeigen. Oder, Greg? Greg? Hä? Oh, ja, Entschuldigung. Es ist nur, Lionel benimmt sich irgendwie komisch. Vielleicht langweilt er sich, weil er den ganzen Tag im Terrarium sitzt. Das wird es wohl sein. Er war heute noch nicht draußen. Hey, Kumpel, willst du nachher mitkommen und dir den PJ-Speer angucken? Abgemacht. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja. Greg wird zu Gecko. Ja. Connor wird zu Catboy. Die PJ Masks! Hey, PJ Robo, was geht ab? Machst du den PJ Speer etwa noch abgefahrener? Wir brauchen eine super spannende Mission, damit wir ihn nehmen können. Guck mal, wen ich mitgebracht habe. Lionel möchte dir Gesellschaft leisten. Der Buchladen. Da geht etwas vor sich. Zum PJ-Speer. Was ist los? Fühlst du dich immer noch komisch? Gecko, komm schon. Was? Oh, Entschuldigung. Es sind seine großen Augen. Die lenken mich einfach ab. Megatempo mag ich. Und seht euch den Scanner an. Aber er zeigt überhaupt nichts an. Vielleicht ist da etwas im Buchladen. Es ist keiner hier. Und es fehlt überhaupt nichts. Warum würde jemand einbrechen und nichts mitnehmen? Habt ihr das gehört? Hey, du Streuner. Wieso miaust du? Jetzt lässt du dich aber ablenken. Katzen sind cool. Die können auf sich selbst aufpassen. So wie ich. Aber wir müssen einen Schurken schnappen. Bewegungsmelder? Du hast an alles gedacht, PJ Robo. Lionel ist heute wirklich nervös. Er ist voll aufgeregt, weil er im PJ-Speer mitfahren darf. Schon möglich. Zum Museum. Ich sehe mich drinnen um. Super Katzentempo! Es fehlt nichts, bis auf einen Dino-Knochen? Aber warum wurde er zurückgelassen? Hör zu! Da oben! Ein Vogel! Warum ist er denn nachts wach? Willst du es rausfinden? Ist in Ordnung. Er sucht wahrscheinlich nur nach Sachen für ein Nest. Hey,
Schau mal, was Luna hier hat. Eulette, meinst du, dieser Vogel würde wirklich in der Nacht sein Nest bauen? Nein, normalerweise nicht, aber... Konzentration, Leute. Wir müssen zuerst diesen Dieb fangen. Ja, schon. Nur Lionel geht's auch nicht gut. Und da war noch diese Katze. Was? Der Spielzeugladen. Drück auf die Tube, PJ Robo. Der Dieb ist schon wieder verschwunden? Einige dieser Modellautos aus dem Schaufenster sind weg. Wartet, was ist das? Ist das vielleicht eine Art Tierfutter? Diese Mission wird immer seltsamer. Hey, eine Eidechse, eine Katze, ein Vogel? Das sind nicht irgendwelche Tiere. Die Tiere der PJs. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns von ihnen ablenken lassen. Mir geht der Vogel, den ich gehört habe, nicht aus dem Kopf. Ich musste auch die ganze Nacht über immer zu an Lionel denken. Seine Augen. Und ich habe auch so ein seltsames Gefühl. Genau hier. Ich habe hier auch so ein Gefühl. Ich auch. Lionel ist weg? Aber wie? Das ist die Mission. Unsere Seelentiere haben versucht, uns etwas zu sagen. Aber wir haben sie ignoriert. Naja, jetzt nicht mehr. Wir werden Lionel finden und ihm helfen. Höchste Zeit, Helden zu sein. Und zwar Tierrettungshelden. Gecko? Du fährst durch die Stadt und wir suchen nach Hinweisen. Tiere sind auf höchster Achtsamkeitsstufe, Leute. Eulette? Ich benutze den PJ-Speer-Scanner. Tolle Idee, Eulette. Der Satellit ist eingeschaltet. Ihr macht das gut, Leute. Und ich werde meinen Gecko-Eidechsen-Sinn super wachsam halten. Leute, ich empfange Vogel- und Katzengeräusche, die aus dem Park kommen. Wir haben etwas. Luna Girl. Und sie ist nicht allein. PJ Robo, du bleibst hier. Es könnte gefährlich werden. Was hast du vor, Luna Girl? Und wo ist Lionel? Na ja, wollen wir mal sehen. Hier, kleine Eidechse, Luna Leckerli. Lionel! Komm sofort zurück. Wir haben eine Abmachung. Ich gebe euch Leckerlis und ihr stehlt für mich. Lionel stiehlt nicht. Der Streuner würde das auch nicht. Und du auch nicht, oder? Du hast Lionel letzte Nacht Leckerlis gegeben, weil er für dich stehlen sollte. Darum war er so aufgeregt. Ja, na ja, ich brauche sie, damit sie für mich was holen. Ein paar Spielzeuge. Ein Dinoskelett für meine Mondfestung. Nicht viel. Du hast schon Haustiere, die für dich stehlen gehen. Deine Motten. Oh, diese neuen Haustiere sind viel besser als diese doofen Motten. Motten, nicht doof! Oh, da seid ihr ja, Mottileins. Ja, aber diese Tiere gehören dir nicht. Du kannst sie nicht einfach nehmen. Kann und hab ich. Mozuki hat sich meine Haustiere gekrallt, also nehme ich die von anderen. Motten Mozuki gewählt. Tja, diese Haustiere wählten mich. Ist doch so. Ich sagte, ist doch so. Das sind unsere Seelentiere. Wirklich? Das tut mir leid. Ich konnte keine Elefanten oder Schimpansen finden. Mozuki-Motten-Haustiere viel besser als doofe Luna-Haustiere. Haha, von wegen. Luna gemein. Mozuki will alle haben. Mehmet und lebe auf Mond. Hey! Lionel! Super-Gecko-Muskel! Oh nein! Du auch, Haustier von Mozuki? Gecko! Es geht mir gut. Wir lassen dich nicht zurück. Gib mir meine Haustiere wieder, Mozuki! Tut, was Mozuki sagt und kommt für immer zum Mond. So viele super Haustiere, alle für Mozuki. Wie kommen wir hier nur raus? Wir hätten uns schon viel früher mit unseren Seelentieren verbinden sollen. Lionel,
Höre mich. Hilf mir. Kraft der Katze. Hilf mir. Grauer Vogel. Höre mich. Hilf mir. Bereit? Los, Vögelchen! Gut gemacht, Vögelchen! Und jetzt befreien wir uns hier alle. PJ Masks, diese Haustiere sind immer noch... Meine! Ah! 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 Schau, was du getan hast! Große Schwester ruiniert alles! Die werden wir für eine Weile nicht sehen. Ah! Toll, wie du in der Blase gelaufen bist. Ich bin beeindruckt. Ich ignoriere deine Gefühle nie wieder, Vögelchen. Ich verspreche es dir. Wir sind ein gutes Team, ha, Kumpel? Willst du noch mal einen PJ-Speer fahren? Aber bloß nicht auf die Knöpfe drücken, okay? Ich weiß, worauf du stehst. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Catboy mal 4. Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine. Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Supertarnung, schleich mich an und schnapp sie mir. Dann wirfst du sie mir zu, ich gebe sie an Catboy weiter und... Oh, ich habe eine bessere Idee. Ich schnapp sie mir jetzt gleich. Superkatzen-Tempo! Was? Oh. Catboy! Na, gefällt's dir da oben, Miezekatze? Lass ihn runter, Roboter! Supergecko-Muskeln! Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Wie wär's denn damit? Lasst uns diesmal alles gemeinsam machen. Ich flieg zuerst Gecko weg und dann... Warte, wie wär's mit einem Superkatzensprung? Super-Gecko-Tarnung. Wow, gib sie mir zurück. Warte, was machst du da? Lass das. Super-Gecko-Muskeln. Nein. Das werdet ihr mir noch büßen, Peter. Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboterfreund? Die PJ Masks waren mal wieder ganz groß, wie immer. Aber es war schon wieder ziemlich knapp. Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen. Tut mir leid, ich wollte nur, dass wir gewinnen. Und wir haben gewonnen, oder? Und was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball, oder noch besser, wir spielen Fußball. Seht euch das mal an. Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen. Aber wie? Die Maschine ist doch im Hauptquartier. Wir sehen mal nach. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulette! Ja! Greg wird zu... Gecko! Ja! Connor wird zu... Catboy! PJ Masks! Katzenohren! Ich höre Romeo! Wie bist du an die rangekommen? Die ist im Hauptquartier! Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich!
Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, habe ich von ihr ein Duplikat angefertigt. Und hier ist es. Eine Vervielfältigungsmaschine? Vervielfältigte Roboter? Gar keiner Gecko, wir müssen ihm die Maschine wegnehmen. Ich habe eine Idee. Ich flieg runter und nehme sie Romeo weg. Dann gebe ich sie an dich weiter, Catboy, und du gibst sie Gecko. Ich ziehe das blinkende Ding raus und schalte es aus. Macht euch bereit für meine Super-Gecko-Muskeln. Der Katzenbrüller, der macht jede Elektronik kaputt. Warte! Zeit für noch mehr Roboter. Und dann waren es vier. Katzenbrüller! Ups. Wie nett von euch, meine Roboterarmee zu vergrößern. Roboterarmee? Ganz recht. Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage. Und wenn wir uns weigern? Dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht. Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt. Okay, zurück zu unserem Plan. Achtung, Fellbälle! Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch. Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super Eulenaugen! Da! Nein! Gib sie wieder her, du flatternder Trottel! Der Fellballknopf klemmt. Er feuert weiter. Alles gut, nichts passiert. Ja, mir geht's auch gut. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Catboy, du wurdest vervielfältigt. Ich weiß. Ich weiß es auch. Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso. Die Roboter, schaut! Roboter, holt euch jetzt diese Maschine. Sie soll euch vervielfachen, nicht die PJ Masks. Wirf mir die Maschine zu, dann ziehe ich das blinkende Ding raus. Ich kann nicht. Es sind zu viele Roboter. Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe? Ja! 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 Ringelndes Reptil, jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys. Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon. Wir werden diese Roboter rollen. Ja! Das war's, Roboter. Nicht so schnell. Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne. Was macht ihr da? Ihr müsst sie wegrollen lassen. Ich habe eine bessere Idee. Ich drehe den hier, bis ihm ganz schwindelig wird. Ich jag den hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat. Und ich laufe mit meinem so weit ich kann. Das ist ein super Training. Tschüss. Vorsicht! Roboter, werf diese PJ Masks in die Luft! Wir müssen diese Maschine zurückholen. Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch. Ich habe noch eine Idee. Und mit diesen Catboys kann nichts schiefgehen. Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen. Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später. Schnell! Eine Roboterfalle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen. Ich baue ein Roboterkatapult. Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern. Wartet, stopp! Wir brauchen diese Baumstämme. Ich brauche sie. Stopp! Haltet euch an den Plan, bitte! Ziehen wir meinen Plan durch. Mein Plan! Wartet ab, bis ihr mein Katapult seht. Das ist unfassbar. Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch. Genau wie du. Ich kann das noch hinkriegen. Ich hol die Maschine. Keine Sorge. Catboy legt Tatze an und schnappt sich den Vervielfältiger. Roboter, schnapp die Plagegeister. Oh. Du hast meinen Plan zerstört. Hey! Und du meinen. Pass auf!
Eine Catboy-Kopie, Meister. Das ist eine Katastrophe. Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team. Schon vergessen? Tut mir leid. Ich hab's vergessen. Und meine Kopien erst recht. Entschuldigung. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo. Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen. Irgendeine Ahnung wie, Team? Ich habe eine tolle Idee. Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen. Lasst die Catboys los und schnappt sie euch. Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumstammerfindungen. Hallo! Au, ouch! Oh, ouch! Oh! Ja! Hier kommt der Rest. Alle auf eure Position. Kommt schon, Roboter. Was führt ihr Pyjama-Plagegeister im Schilde? Oh. 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 Rohrasenwasser. Und jetzt der Letzte. Super Katzentempo. Schnapp dir die Katze, Roboter! Nein, 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 nein! Oh! Geh runter von mir! Oh. Wir haben es geschafft. Jetzt streng deine Gecko-Muskeln an. Aber wenn ich das blinkende Ding rausziehe, verschwindet ihr. Wir verschwinden nicht. Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy. Das nenne ich ein Team. Tu es, Gecko. Super Gecko-Muskeln! Ja! Ja! Euch kriege ich schon noch, Pyjama-Plagegeister. Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden, aber mich werdet ihr niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Alles ist wieder ganz normal. Und du bist auch wieder normal, Connor. Total. Und was wollen wir heute spielen? Wie wär's mit Basketball? Fußball. Ich liebe Fußball. Lasst uns das spielen. wie wär's, wenn ihr diesmal entscheidet? Das Drachenmädchen, Teil 1. Ja! Ich liebe diesen Ort. Ha! Wer tut das nicht? Glaubt mir, ich kenne das Museum so gut und wette, dass ich jedes Ausstellungsstück mit geschlossenen Augen erraten kann. Okay, Angeber, dann leg los. Und nicht schummeln. Die Wette geht. Okay, hier drüben ist die Gesteinsausstellung. Nicht schlecht. Oh, und das ist der ägyptische Teil. Okay. Und das ist eins meiner allerliebsten Stücke. Der Drachengong. Ja, ich weiß. Ziemlich beeindruckend, oder? Oh, oh. Was ist denn? Hey, wo ist der Drachengong? Das weiß niemand. Er hat sich einfach in Luft aufgelöst. Puff! Kommt schon, wie kann so etwas Großes einfach verschwinden? Oh, ich hoffe, dass Nachtninja ihn nicht gestohlen hat. Das können wir nur auf eine Art herausfinden. Wir beginnen sofort nachzuforschen. Ich wusste, dass du das jetzt sagst. PJ Masks, jetzt nicht mehr los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Greg wird zu wird zu Catboy. Hey, PJ Robo. Irgendwelche Hinweise aus dem Museum? Moment, was ist das? Ah!
Sieht ganz so aus, als ob er den Drachengong zum Rätselberg bringen will. Aber wieso? Weil er etwas weiß, das wir nicht wissen. Schnell zu den PJ-Gelände-Bikes. Lasst uns den Gong zurückholen, bevor Nachtninja noch etwas Furchtbares macht. Wow! Was ist das? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist anders. Ja, ich spüre es auch. Und wo ist Nachtninja? So einen großen Vorsprung hatte er doch gar nicht. Eulenaugen! Ich sehe ihn! Fast geschafft, Ninjalinos! Fast geschafft! Oh Mann, das gefällt mir nicht. Ja, wir dürfen nicht zulassen, dass er den Drachen wieder herbeiruft. Kommt, wir müssen sofort zum Gipfel. Und los! Wow! Was geht denn hier ab? Glaubt ihr, dass Nachtninja dazu in der Lage ist? Ich weiß es nicht. Aber wir können nicht einfach nur abwarten, was als nächstes geschieht. Kommt, wir lassen die Geländebikes hier. Hey, habt ihr das auch gehört? Huh? Oh! Oh! Super Katzensprung! Oh. Klebeklatscher-Geysire! Vorsicht! Wow! Sofort weg von hier! Kommt mit mir! Das war knapp. Nachtninja hätte uns fast erwischt. Ich glaube nicht, dass das Nachtninja war. Ja, sie sind einfach so aufgetaucht. Hier geht etwas sehr Seltsames vor sich. Es ist, als hätte der Berg schlechte Laune oder so. Nee, das muss Nachtninja sein. Was, wenn der Drachengong all diese seltsamen Ereignisse verursacht? Egal, was es ist, wir müssen es aufhalten, sonst erledigt es uns. Seht, der Himmel klärt sich auf. Wir sollten den Pfad überspringen und direkt zum Gipfel gehen. Ja, bei all den Fallen kommen wir sonst nie dort an. Ich mach das. Super Eidechsengriff. Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Keine Sorge, ich helfe dir. Okay, Leute, ich kann das nicht ewig halten. Ich starte in 3, 2, 1. Jetzt schlag mit den Armen, wie ein Vogel. Hey, ich glaube, ich habe den Dreh raus. Okay, jetzt ich. Die Landung. Kein Ding. Katzen landen immer auf den Füßen. Moment. Katzen können nicht fliegen. Wie soll ich landen? Keine Sorge. Ich hab dich. Und? Wie gefällt dir das Fliegen? Ich bleibe lieber beim Laufen. Aufgepasst. Super Eidechsengriff. Das hat doch gerade so richtig Spaß gemacht. Naja, wenn du meinst. Jetzt lasst uns nachsehen, was Nachtninja vorhat. Aha! Das muss der Platz sein, wo früher der Drachengong stand. Huh. Ha! Stellt ihn genau hier ab, Ninjalinos. Ein wenig nach links. Jetzt wieder nach rechts. So, perfekt. Jetzt befreien wir den Drachen aus dem Gong. Keine
eine Spur vom Drachen. Ja, und der Schlägel sieht aus, als wäre er fest in den Klauen des Drachen. Ich glaube nicht, dass der Drache frei ist. Aber was hat dann die Felsen bewegt? Und wie sind die Klebeglatscher aus dem Boden geschossen? Das will ich gar nicht wissen. Holen wir einfach den Gong und verschwinden von hier. Wenn doch dieser sture Gong endlich den Schlägel freigeben würde. Selbstverständlich muss man die geheime Inschrift auf dem Schlägel lesen. Das wusste ich ja. Weißt du was, Klitzekleiner? Dann hast du jetzt die Ehre. Endlich! Jetzt kann ich den Drachen dazu bringen, die Pagode zu öffnen, um die Geheimnisse des Rätselbergs zu stehlen. Ja, Klitzekleiner. Und ich werde der mächtigste Ninja, der je gelebt hat. Wie spät ist es, Ninja Linus? Oh, es ist Drachenzeit! Nicht so schnell, Nachtninja! Was? Ha, ihr seid zu spät, PJ-Schnecken. Er darf auf keinen Fall den Gong schlagen. Ich mach das. Katzenstreifen! Entschuldige, Klitzekleiner. Die PJs haben mich dazu gezwungen. Ich hab dich, kleiner Kerl. Na gut. Ich denke, ihr erinnert euch an meine Drachenfreundin. Oh, oh. Vielleicht kennt uns der Drache ja noch. Was wünscht ihr, Meister? Ja. Ah, das ist Musik in meinen Ohren. Ich glaube, sie erinnert sich nicht an uns. Drache, wir sind's. Die PJ Masks. Wir haben dir schon mal geholfen. Ha, dumme PJs. Der Drache gehorcht dem, der den Schlägel hält. Und das bin ich. Jetzt macht euch bereit, umgehauen zu werden. Okay, Drache. Fick sie weg mit etwas Drachenatem. Oh, nicht schon wieder. Tut mir leid. Ich muss gehorchen. Wieder mal. Bis dann, dumme PJs. Das war lustig, Drache. Hä? Drache? Drache! Wo bist du? Hallo? Hallo? Ja, seht euch das an! Mein Drache hat die Pagode schon geöffnet! Ja! Was für ein Tag! Die PJs sind weg! Ich habe meinen eigenen Drachen! Und schon bald gehören alle Geheimnisse der Pagode mir! Was? Gehört. Wer bist du?